Hi, ich bin Philipp und möchte eine kurze Reihe machen, ähnlich wie ich das schon während der Pandemie zum Fernunterricht gemacht habe, wie man KI-Tools kompetent nutzt. Und ich werde jetzt hier in diesem ersten Teil zeigen, dass man mit einer KI so sprechen soll wie mit einem Kind, in Klammern mit einem Kind, das eigentlich eine Maschine ist. Aber ich nehme mal zuerst einfach an, es ist ein Kind. Jetzt. Wenn ich dieses Tool öffne, das ist ChatGPT, dahinter steckt eine Technologie, die GPT-3 heißt, also GPT-3, weil es die dritte Version eines Algorithmus ist, der mit Sprache trainiert wird und darin Muster erkennt. Und wir wissen nicht genau, was das für Muster sind. Das ist sehr speziell. Also es sind nicht Menschen, die ihm sagen, diesem Algorithmus, welche Muster es darin erkennen kann, sondern es sucht nach Mustern und aufgrund dieser Muster kann es unsere Anfragen so beantworten, wie jetzt andere Menschen solche Anfragen schon beantwortet haben. Also es versucht, eine möglichst gute Annäherung an das zu finden, was Menschen schreiben würden, wenn man das jetzt eingibt. Und die Denkweise, dass man sich das als Kind vorstellt, ist für mich sehr hilfreich, weil man einerseits recht klar sein muss in diesen Inputs. Und andererseits manchmal vielleicht nachfragen muss oder Bitten stellen muss, etwas genauer zu machen. Und das vergisst man oft. Also man denkt dann, ja, ich habe jetzt wie eine Chance, das richtig einzugeben. Und das ist nicht so, sondern ich kann mit dem Kind weitersprechen oder mit dem Algorithmus. Ich beginne hier mit einem Prompt, der gegeben ist. Also hier steht, got any creative ideas for a 10-year-old's birthday. Ich nehme das mal und schau mal, was rauskommt. Jetzt stellen manchmal die Frage, wenn ich das jetzt lese, dann stellt sich manche Menschen die Frage, ja, geht das nur auf Englisch? Also es scheint irgendwie alles Englisch zu sein, das Menü ist Englisch und so weiter. Und dann merke ich, ah nein, das geht eigentlich auch auf Deutsch. Wie geht es auf Deutsch? Ich muss nicht eine Einstellung finden, sondern ich kann ChatGPT einfach bitten, Deutsch zu sprechen. Deshalb ist nicht ein Kind, das nur eine Sprache kann, sondern es ist ein Kind, das eigentlich eine Maschine ist. Es kann nämlich alle Sprachen. Kannst du das auch auf Deutsch formulieren, bitte? So, ich bin dann auch wie im Kind gegenüber immer recht höflich, obwohl man das wahrscheinlich nicht müsste, aber so habe ich mir das angewöhnt. Da gab es einen kleinen Fehler, das passiert ab und zu. Hoffe, dass es jetzt rauskommt, weil ich das Video schon mal neu aufgenommen habe, weil der Fehler so hartnäckig war, dass ich das nochmal neu starten musste. Jetzt nehme ich als nächstes dann Punkt viertens. Ich warte so ein bisschen. Da steht, dass man Filme schauen sollte und ich frage jetzt weiter, was für Filme für 10-Jährige geeignet sind. So, ja. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, es ist ein Kind, das eigentlich eine Maschine ist, das aber diese Filme auch gar nicht kennt. Also da werden jetzt ganz unterschiedliche Filme ausgegeben und da kommt dann jeweils auch die Warnung, dass diese Altersaneignung individuell geklärt werden muss. Also die BetreiberInnen wollen ja nicht verantwortlich gemacht werden, wenn jetzt auf einen Kindergeburtstag Indiana Jones geschaut wird und die Kinder schockiert sind, wenn da, was sind das, Hirne von Affen gegessen werden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ich kann weitermachen. Danke. Kannst du kurz zusammenfassen, worum es bei Indiana Jones und der Tempel des Todes
geht. Also, wie gesagt, man sieht das hier. Ich kann einfach weitermachen und ich kann wie in einem Gespräch mit einem Kind darauf reagieren. Und ich denke, dass diese Metapher vom Kind einem hilft, die gewisse Präzision zu haben. Also das Ding kann nicht erraten, was ich haben möchte, sondern ich muss es wirklich auch präzise zusammenfassen. Ich mache vielleicht noch ein letztes Beispiel. Feiern werden und diesen Film schauen. Bitte schreibe mir eine Einladung, in der du kurz erwähnst, worum es beim Film geht. Jetzt fasst es das zusammen und schreibt auch rein, was da vorkommt. Und man sieht jetzt den Prozess, den ich gemacht habe, ist, ich habe zuerst Ideen generiert, dann habe ich eine Idee ausgewählt, habe sie ein bisschen erweitert und jetzt zum Schluss lasse ich das noch einen Text schreiben. Und ich kann da natürlich auch nochmal, ich duze die Eltern, bitte schreibe den Text entsprechend um. Und man merkt, das Kind hat jetzt das nicht verstanden, dass ich die Eltern duze, weil es natürlich nichts darüber weiß, wer die Eltern sind, sondern nur Textmuster produziert. Aber sobald ich das angebe, kann es das umformulieren und ich habe jetzt hier eine Mail, die ich nehmen kann und die ich auch ein bisschen umarbeiten kann, wenn ich tatsächlich eine solche Geburtstagsparty durchführen möchte. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Die Serie geht weiter und ihr werdet das auch hier auf diesem Kanal finden.